In diesem Video sind wir zu Gast in Limburg beim John Houston, am größeren der beiden Seen. Wir haben uns auf die gegenüberliegende Seite gestellt, ziemlich mittig, und probierten da unser Glück. Zu Beginn stelle ich die Bremse immer schon mal grob vor, die ich dann je nachdem im Drill schon mal nachjustiere. Man kann es noch hören, dass ich vor kurzem noch eine richtig fette Grippe hatte über Karneval und die Halsschmerzen, leichtes Kratzen ist immer noch da. Ich habe mir auch beim Ismail die neuen Bushi besorgt von Trautjara. Die wollte ich mal testen. Und ja, mal gucken, was die Köder können. Ja, fliegt gut. Der neue Köder fliegt gut. Hast du schon Kontakt gehabt, Toni? Kurz nach Beginn, nachdem wir alles in Ruhe aufgebaut haben, bekam Toni dann den ersten Biss und konnte die Forelle auch sicher drillen. Der neue Bruschi hat direkt zugeschlagen. Zweiter Wurf und erster Fisch. So kann es weitergehen. Vielen Dank. Leute, kein Witz. Der erste Wurf nach dem letzten Fisch und direkt der nächste wieder dran. Läuft. Thank you.
Gummi, ja, ja. Nummer 2. Ungeschnitten nach dem letzten Fisch wieder geworfen und wieder Biss. Wahnsinn. Wieder kurz Biss gehabt. Vom Haken gezogen. Dann war Toni wieder dran, konnte dann seine zweite des Tages landen. Auch wieder auf Gummi. Gummi oder Spoon? Gummi. Gummi, ne? Nachdem ich dann nach ungefähr 20 weiteren Würfen auf Gummi keinen Biss mehr bekam, zumindest nicht auf den Ushi, wechselte ich auf einen etwas größeren Köder mit ein bisschen mehr Aktion und machte mir einen schwarz-weißen Mirak 70 dran. Nachdem auf dem Mirak 70 auch nichts lief und ich dachte, okay, am Anfang probierst du besser nochmal mit Spoon, wenn die Fische aktiver sind. Habe ich nochmal gewechselt und fing mit einem grelleren Spoon an. Nächster Spoon, nachdem der vorige auch keinen Biss brachte. Und wieder gewechselt. Diesmal habe ich mir einen beigefarbenen ausgesucht. Mit einem leichten abgesetzten Akzent. Und probierte damit mein Glück. Ja. 10 Würfe nach dem Spoonwechsel ist dann die nächste Forelle eingestiegen. Es war auch eine bessere, schöne Lachsforelle von ca. 2 Kilo, die ordentlich Schnur von der Rolle nahm. Toni, kannst du mir gerade meine Grundroute reinholen? Das habe ich auch noch gleich da drin. Das wäre Katastrophe. Ja.
Okay. Ja, ja, ist okay. Danke. Kaffee, was auch ein? Ja, Kaffee trinke ich. Nee, ich bin jetzt auch schon höher gegangen. Ich bin nicht mehr ganz auf Grund. Schon 1,50 jetzt hoch. Ja, weil die waren am Anfang waren sie alle oben, hat man ja gesehen. Hm. Letzten haben sie auch erst mittags gebissen. Ich glaube, momentan gehen sie eher noch auf den Spoon wie auf den Gummi. Ja, das ist mal. Da hast du recht, Toni. Ich glaube, ich eben bis auf Grund gehabt. Ich habe mal kurz geruckt ordentlich. Okay. Danke. Da bist du, ne? Vor Mönch. Nichts, ne? Und er ist noch da drüber. Zack. Auch schön warm Kaffee. Hat aber nicht zugepackt. Ja, Nachläufer habe ich auch schon ein paar gehabt. Auch ganz leichte Anfasser, die gehen nicht voll drauf. Nee, hatte ich auch schon. Es ist dann auch schwierig zu sagen, wo sie drauf gehen. Ne? Habe ich aber auf Spoon gefangen, auf Gummi gefangen? Ja, ich auch. Bin ich jetzt einen dicken langsam am Schleppen, dass es ein bisschen tiefer geht. Ist. Ah, fuck! Hast du gesehen? Mann! Ich den Möp, du, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Sieht ein Haken aus. Gut. Was wäre ihr Preis gewesen? Komm mal, Willi. Immer weiter kurbeln, Toni. Okay, ich will auch mal Pause machen. Alle mal probieren mit Wiener mal. Ah, Mann! Zweite Mal. Direkt vom Rand Biss gehabt. Ehrlich, ja, die letzten drei Würfe, zweimal Biss gehabt. Direkt hier vorne. Die knallen drauf, aber nehmen den Spoon nicht voll. Als wenn die von der Seite nur packen würden und nicht von hinten. Mann, 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 Mann. Ja, vielleicht kommt es noch mal. Die
zanken einen du. Wird direkt blutwarm. Eben noch zwei schöne Spoonbisse hier vorne gehabt, direkt in der Ecke, aber nicht kleben geblieben. Einmal attackiert richtig und weg. Den wusste mir auch keiner hinterher. Das ist momentan schwer zu sagen, ob Spoon oder Gummi besser ist. Jetzt muss man arbeiten. Jetzt muss man, ja, jetzt kommen die harten Stunden. Aber kommt noch. Kommt noch so eine Phase. Nachmittags nochmal. Gegen Mittag hast du nochmal eine gute Beißphase hier. Aber auf Grund geht gar nichts. Ich hatte einen kurzen Anfasser gehabt, dann ein bisschen Schnur gezogen. Ganz komisch. Wir waren letzte Woche hier am Kleinen. Ja. Alles hier so viel. Echt über Grund? Ganz komisch. Das hatte ich beim letzten Mal in die Pischottermühle auf Grund absinken lassen, den Box da fett, ne? Ja, der hat ja gelegen da schon. Ja, ja, kurz angehoben, bam, voll drauf geballert. Da warst du ja kurz abwesend. Ja, ja. Ja, das ist ja manchmal so, du bist am Kurbeln, dann lässt du wieder absinken, dann kriegst du auf einmal so einen Ruck in der Route, ne? Da hat hier so ein Opi auf Rogen. Ja. Grund ab für den Rogen, alles Rogen. Da haben wir früher nur mitgeangelt im Winter. Rogen auf Saiblinge und auf Lachsforellen, ne? Hast du immer gut gefangen. Sag, man ist manchmal zu sehr auf seine neuen Ultraleicht-Sachen versteift, dass man gar nicht mehr die alten Sachen probiert. Ja, ich nehme es sportlich. Ich will ein bisschen spüren. Ja, also das ist eine andere Sache, ne? Deswegen bin ich hier. Ja. Schöne Lachsforelle. Direkt am Rand, 1,50 Meter vom Rand weg. Nee, ist gut. Alles gut. Eine schöne, ja.
Ja, zu früh. Schöne, schöne große. Ich würde sagen, Glück gehabt. Ein Hakenproblem oder was? Sprengring aufgegangen und der Haken hat sich aufgebogen. Schwein gehabt. Ja. Na komm, nimm ihn, 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 nimm ihn. Dreimal. Dock, dock, dock. Ah. Nee, brauchst du Nerven, Toni.
Aber anderes Huhn. Anderes Huhn. Dank. Lachsforelle. Hm? Die Lachsforelle steht an der Ecke. Ja. Ich bin die ganze Zeit wieder am Zanken. Hm. Aber heute immer wieder ab. Spät haben wir es jetzt. Oh, Vorsicht. Ich mach Päuschen jetzt. Wir haben jetzt 11:45. Gehen wir zu Essen holen hinten.
Erste Biss, Toni. Na, wieder eine. Spoon, gerade wieder Biss gehabt. Ja. Ah. Holzpott im Sommer. Hier in der Ecke, ne? Ja, ja. Ja. Da hinten waren ganz viele Gewitter. Da wo die Pose ist, mhm. Von der Hütte bis zur Pose, alles voll grad gewesen. Ganz hoch. Da standen die drin, wa? Aber ja, die suchen dann Deckung. Ich dachte, der Wind drückt hier unten ein bisschen drauf in die Ecke, aber ist auch nichts. Ja, den hast du eben aufs Spoon gekriegt, oder? Genau, direkt hier vor einem Meter. Voll Füßen, ja, so hatte ich meine Lachsforelle eben auch. Der hat sich selber das, schön gehakt. Das gibt einen Einschlag, ne? Ganz schön zäh geworden, ne? Aber wirklich. Ja. Na ja. Einen Anfasser noch gerade gehabt, aber... Ist das der neue, dieser Profi? Ja. Heute Morgen ein paar drauf gefangen. Okay. Aber er hat ein ganz komisches Laufverhalten. Also das okay. Ist. Der eiert so komisch von links nach rechts. Ja, aber so ähnlich dann hier wie der Bachwurm wahrscheinlich. Ja, oder? Aber der hat fast gar kein eigenes Spiel. Also das ist ganz, ganz komisch. Aber der fängt. Okay. Komische Form wie eine Banane, aber. Ja. Machst du ein Video davon? Online schnell. Ja, aber dauert noch ein bisschen. Ich hab. Wie lange brauchst du ungefähr so für so ein Video? Also normalerweise kommt es. Spätestens nach 10 bis 2 Wochen raus. Top. Ne? Schneller geht auch nicht. Das ist schon schnell. Schneller geht nicht. Du machst alles selber? Ja. Ich traue mich irgendwie noch gar nicht. Also für ein Video zu schneiden, jetzt zu Hause zum Kontrollieren, zu schneiden, Speicherkarten. Ich brauche allein schon fast einen halben Tag, um die Speicherkarten rüber zu ziehen. Ich habe ja 3 Kameras dabei. Ne? Und dann gucken, was verbrauchbar oder was verwertbar ist. Und wenn ich die Videos schneide, das sind 2,5 Tage Arbeit. Ne? Also kannst du rechnen, 20 Stunden. Macht ja auch Spaß. Ist ja nicht so, dass ich mach's ja für mich selber. Ne? Ist ja nicht jetzt recht, wenn andere Spaß dran haben und gucken, die ist okay. Ne? Ja, schon gut. Müssten eigentlich viel mehr machen, Videos. Ist immer interessant, was wenn du irgendwo guckst, wo du hinfahren willst, wie es da gewesen ist. Ne? Stellen oder welche Köder. Das ist immer interessant. Ich hab dir nur bestellt, wie du da erfahren, dass der sauber gemacht wird. Ja. Der Bagger Um ca. 15 Uhr haben wir dann Feierabend gemacht. An diesem Tag habe ich auch zum ersten Mal den Bushi getestet. Zusammen mit den Haken von ASB Tackle in Größe 4 und 6. Der Bushi hat mich an dem Tag überzeugt und wird mit Sicherheit noch in manch anderen Farben in meine Kiste wandern. Genauso wie die Haken, die fester Bestandteil in meiner Kiste jetzt sind. An dem Tag habe ich auch den Stefan kennengelernt, der auch relativ gut gefangen hat. Auch einige schöne Lachsforellen dabei. Ich habe meine abends noch schön filetiert, wie man hier sehen kann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Bleibt gesund, geht dann, wenn ihr wieder dürft, angeln. Habt viel Spaß, macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!